Hallihallo und recht herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Overfill Plays Diablo 3 Season 9. Ich spiele den Kreuzritter Level 56. Ich habe jetzt in der vorherigen Folge einen Test gemacht mit den Portalen wegen der Erfahrung und Items, ob sich es wirklich lohnt. Von den Items her ist es ziemlich stark abhängig, was halt droppt. Ich glaube, ich habe zwei Items behalten. Gold und Juwelen waren jetzt nicht wirklich berauschend. Es gab gerade so ein Level-Up und zwei Balken nochmal dazu. Nicht ganz 20% würde ich jetzt behaupten. Wir gucken einfach mal. Ich mache jetzt Kopfgeld-Quest. Und dann schauen wir einfach mal, wie es sich in Geschwindigkeit. Ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt keine Items gewechselt. Wenn ich mich nicht schwer täusche. Ne, ich habe, glaube ich, keine Items gewechselt. Mein Söldner hat eine andere Waffe gekriegt. Aber der dürfte jetzt nicht wirklich relevanten Schaden machen. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass es ein. Dass das Ergebnis in irgendeiner Form beeinträchtigt. So. Des Lebens Garne in mein Grab zu tragen. Halt die Schnauze. Komm, hol den Hammer raus. So, seid jetzt bald weg. Na, komm. Bisschen Platz machen hier. Kriegen wir einen neuen Rekord, kriegen wir einen neuen Rekord, kriegen wir einen neuen Rekord. Komm, 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 auf geht's. Ah, oh, schade. Also ein Dreifachbonus wäre jetzt cool gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Komm, spiel mit meinem Hammer, du Assi. Mach Weg frei. Auf geht's. Ja, ist ja gut. Komm. Ah, ein interessanter Gegner. Lasst mich mal durch. Ich muss da durch. Genau da will ich hin.
Hallo? Durchlassen, habe ich gesagt. Dann kriegt ihr halt auf die Schnauze. Ganz, ganz easy. So läuft das. Glaubst du, also lass mich wegschicken oder was? Klar doch. So, Traumtänzer. Naja, würdig. Ich würde sagen, er hat länger überlebt als andere, aber kritisch war es nicht. Betrete die Krypta. Ja, mach mal. So. Komm, komm. Sag was. Stinkbärt. Komm, ich hab Bonus. Ich mach dich so platt. Dafür nicht aus. Ja, man braucht ja nicht immer Zorn. Manchmal helfen auch die Dienerchen. Ja, so ist gut. Schön Schaden rein, Butz. Nur Spreu im Winde. Mhm. Verrecke. Aber sowas von. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt auf dem Schwierigkeitsgrad schon mal versucht habe. Alter, der hält schon einiges aus, oder? Ich mache viel zu wenig Schaden, das kann man sich jetzt aussuchen, echt. Ja, komm, ey, auf. Noch nicht bereit. Mit den Hämmern überhaupt? So. Ich habe jetzt wie viel bekommen? 30, 35%? Und das schon nach einem Lauf. Mehr Items, als ich wahrscheinlich tragen kann. So. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Knapp 9 Minuten. So, die 125 gehen erschreckend schnell. Was ist erschreckend? Dieser Anblick gefällt mir gar nicht. Noch nicht. Vorzüglich.
Ich benötige mehr Zorn. Komm, 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 schön sterben. That's your job. So. Komm, mach's mir doch nicht so schwer. Immer noch nicht genug. Verbrennt im Licht. Also, wie man sieht, die 125 hört sich schlimmer an, als es ist. Es ist in Wirklichkeit ruckzuck passiert. Ja, komm, stirb einfach. So, beides auf einmal erledigt. Ich krieg gleichzeitig noch hier was ab. So, ich habe jetzt schon fast mein Level up voll. Und ich gehe weiter. So, Nummer 3. Also von der Zeit her ist es auf jeden Fall easy. Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Sie hat anscheinend auch eine höchst unpraktische Empfindsamkeit gegenüber Magie entwickelt. Bei Kontakt nimmt ihre Größe drastisch zu und sie zaubert sogar selbst. Aufgrund dieser Gefahr rate ich, dunkle Orte nach Möglichkeit zu meiden. Akan sammelte die frommsten, ehrgeizigsten und kämpferischsten Zakarum-Gläubigen um sich. Er lehrte sie, die Macht des Lichts zu nutzen,
es auch die neuen Paladine lernten. Diese Rekruten, diese Kreuzritter, gewannen einen Einblick in die Urkräfte der Zakharum, die ihn kein Paladin je erhalten hat. So, also letzten Endes kann man sagen, es geht ratzfatz. Ja, übertreib. Komm. Jetzt ist langsam echt mal wieder gut, ey. Wir werden diese Bestien zerreißen. Noch nicht. Jihau. Okay, das war jetzt eigentlich schon ziemlich heftig. Aber wir haben jetzt nach 19 Minuten schon mehr Erfahrung bekommen als vorher. Und wir kriegen halt hier noch... Weiter geht's. Also es läuft gerade eigentlich ziemlich gut. Es ist zwar etwas stressiger, finde ich jetzt. Gefühlt stressiger.
Geduld. Als die Kreuzritter alles gelernt hatten, was sie lernen konnten, entsandte Akan sie in die Welt. Sie sollten einen Weg finden, den Glauben der Zakarum von der Verderbnis zu reinigen, die sein Herz ergriffen hatte. Sie hatten kein klar umrissenes Ziel und manche Geistliche meinten, dass ihre Mühe vergebens sei und ihr Auftrag nie erfüllt werden könne. Doch die Kreuzritter ließen sich nicht beirren. So, komm, auf geht's, das schaffen wir doch noch. So, wo ist das nächste Ding? Also Erfahrung definitiv. Wir haben jetzt noch 3 Minuten offen. In den 3 Minuten ist alles, was jetzt noch reinkommt, praktisch ein Bonus. Interessant. So, wo ist das nächste? Okay, das könnte jetzt ein bisschen länger dauern, habe ich so das Gefühl. Wilde Bestie. Sehr schön, da haben wir schon 2. Macht euren Frieden jetzt. Komm, Hochlandbaum, falle tief.
auf geht's. Zacka. Also, definitiv. Erfahrung haben wir jetzt schon mehr. Also wenn man immer darauf achtet, dass man mehrere Viecher trifft, geht's eigentlich. So, komm. Fini. So, dann muss ich aber jetzt einmal, glaube ich, zurück. Also, wir sind jetzt 27 Minuten am Start, haben meines Erachtens echt schon jede Menge Zeug gefunden. Das nenne ich mal ein Schild. Den heben wir auf jeden Fall auf. Der wäre eventuell was für mein Knappe. Schön. So. Eine gute Wahl. Exzellente Wahl. So, den anderen Grampel verkaufen wir geschwind. So. Abschließende Quest. So, schauen wir mal. Wir sind jetzt 4 Minuten länger unterwegs. Haben ein Level up fertig. Und sind aber jetzt auch schon fast vom zweiten. Items habe ich, auch wenn man das jetzt als Zufall bezeichnen kann, wahrscheinlich. Ich habe jetzt schon mehr Items. Interessant, was war das? Komm schon. Ey, wie viel schwerer will ich es noch machen? Stirb doch einfach. Sie hätten rennen sollen, Alter.
als sie es noch konnten. So sieht's aus. Nicht anders. Da gibt es wieder Erfahrung. Dabei will ich einfach nur durch. Ich sag ja, das Level geht so eigentlich schneller und es macht auch mehr Spaß, wenn man was zu tun hat. Lalalala, sterbt jetzt endlich, hey, echt. Übel. So, meine lieben Spießgesellen, das Wichtigste kommt eigentlich erst noch. Sollen belohnt werden. Hier habt ihr alle. Babam. Dafür gibt's reichlich. So, also, wer das jetzt gesehen hat, soll mir nochmal sagen, guckt's euch an. Also für jemand wie mich, der frisch Season 9 angefangen hat,
Es gibt so viel Scheißdreck, den ihr später mal brauchen könnt. Es ist einfach nur genial. So, ab zum Schmied. Rezepte lernen. So. Also, mein Fazit. Es hat zwar jetzt im Endeffekt 10 Minuten länger gedauert. Statt 25, 35 Minuten. Dafür haben wir aber auch 2 komplette Level. Was ich echt genial finde. Zusätzlich mehr Items, Baupläne. Und ich müsste mich jetzt schwer täuschen, aber ich glaube sogar nochmal ein bisschen mehr Kohle durch die Items, die man nicht gebraucht haben. Insofern mehr Items, mehr Baupläne, mehr Erfahrung. Ja, ich werde so weitermachen, bis es sich nicht mehr lohnt. Bis dahin, macht's gut, bye bye.